Montag, der 18. November, und ich begrüße Sie recht herzlich zum Regionalmagazin hier im Elbe-Kanal. Das sind heute unsere Themen. Podiumsdiskussion. Zahlreiche Gäste im Stadtwerkehaus Schönebeck vertreten. Impressionen. Entdecken Sie die herbstliche Welt in Schönebeck und der Umgebung. Und Boxen. Neuer Weltmeister kommt aus Sachsen-Anhalt. Deutschland hat einen neuen Doppelweltmeister. Der aus Sachsen-Anhalt stammende Dominik Brösel setzte sich dazu am Wochenende gegen seinen Gegner durch. SES Boxgala in der Messe in Halle. Der Abend steht unter dem Motto Projekt Weltmeisterschaft und alle hoffen darauf, Dominik Brösel so triumphieren zu sehen. Doch dazu später. Erster Kampf an diesem Abend: Erich Pfeiffer, gelbe Handschuhe, gegen Adnan Redzovic, blaue Handschuhe im Schwergewicht. Es geht um die Europameisterschaft der World Boxing Organization. Pfeiffer kommt aus Hamburg und gilt als Favorit für diese Begegnung. Aber der Mann aus Sarajevo kann in der Anfangsphase noch gut mithalten. Im Laufe des Kampfes dominiert der Deutsche aber erwartungsgemäß nicht nur konditionell. Und Adnan Redzovic gibt in der Pause zur sechsten Runde auf. Erich Pfeiffer ist also der neue WBO Europe Champion. Der Name Chemski hat im Boxsport einen guten Klang. Und Tom in der rot-weißen Hose will seinem Vater und Trainer alle Ehre machen. Im Halbschwergewicht geht es gegen den Ungarn Zoltán Zera. Der Deutsche ist in seinen 13 Profikämpfen ungeschlagen und davon hat er 8-mal durch K.O. gewonnen. Der Ungar, deutlich erfahrener, von seinen 53 Kämpfen hat er 32 gewonnen, aber Chemski ist der deutlich bessere Boxer. Und zu Beginn der vierten Runde erkennt das auch die ungarische Ecke und wirft das Handtuch. Sieger durch TKO, Dirk Chemski. Hier Bilder aus einem Kampf, der für den US-amerikanischen Sportkanal ESPN Plus wichtig war. Denn erstmalig wurden die Bilder aus Halle nach Amerika live übertragen. Für SES stand Superweltergewichtler Mohamed Rabihi in der weißen Hose dem Mexikaner Jesus Gora gegenüber. Der Kampf war auf 8 Runden angesetzt und sollte auch über die volle Distanz gehen. Die Fachleute erwarteten eine Begegnung auf Augenhöhe und sollten nicht enttäuscht werden. Der Marokkaner ging entschlossen vor und traf auf gute Gegenwehr. Im weiteren Verlauf des langen Kampfes versuchten sich beide Boxer durch Klammern über die Zeit zu retten und der Ringrichter ermahnte beide. Am Ende war Rabihi der bessere Boxer und gewann einstimmig nach Punkten und setzte so seine hoffnungsvolle Siegesserie 10 Kämpfe, 10 Siege eindrucksvoll fort. Die große Schwergewichtshoffnung von SES, der Hamburger Peter Kabiru, in der weißen Hose gegen Pedro Martinez aus Venezuela. In der Ecke des Hamburgers hat der Trainer Christian Morales aus den Fehlern der letzten Kämpfe Schlüsse für das Training gezogen und so seinen Schützling zu langsamerem Vorgehen ermahnt. Das hatte zur Konsequenz, dass Peter nicht überpaste und seine Treffer deutlich präziser waren. Das bekam der Südamerikaner deutlich zu spüren und er trat zu Beginn der fünften Runde nicht mehr an. Sieg für Peter Kadiru durch technischen K.O. In diesem Kampf zwischen dem SES-Mann Stefan Hertel, blaue Handschuhe, gegen den Peruaner David Segura geht es um den WBO-Interconti-Titel im Supermittelgewicht. Im Vorfeld hatte der Peruaner 4 Kilo zu viel Gewicht auf der Waage, es aber in nur 5 Stunden geschafft, auf die vorgeschriebenen 76,2 Kilo herunterzubringen. Jetzt wollte er es dem Deutschen so schwer wie möglich machen. Dazu ging er unangenehm tief herunter und versuchte so Treffer zu vermeiden und eigene Angriffe zu starten.
Stefan ließ sich davon aber nicht beeindrucken und boxte konsequent seine Linie. In der fünften Runde fiel es Cigarra schon deutlich schwer, seine Deckung aufrechtzuerhalten, und er rettete sich gerade so in die Pause. Das sah auch sein Trainer, der die richtige Entscheidung traf und seinen Schützling nicht wieder antreten ließ. Jetzt ist Stefan Hertl also Interconti-Champion der WBO. Und dann der Hauptkampf des Abends. Dominik Bösel und Sven Forning kämpfen im Halbschwergewicht um die Interims-Weltmeisterschaft der traditionellen World Boxing Association sowie die aktuell von Forning gehaltene Krone der IBO. Schon beim Wiegen war deutlich, beide Kämpfer hatten sich sehr gut auf diesen wichtigen Kampf vorbereitet und der Schwede war im Vorfeld etwas aggressiver. Es ist ganz einfach, ich werde meinen Gegner umhauen. Das ist alles. That's it. Ja, also wie gesagt, es wird ein 50-50-Kampf. Ich schätze mich natürlich ein bisschen besser ein trotzdem noch. Aber man hat gesehen, er ist sehr aggressiv. Ich weiß nicht so richtig, was er vorhat. Ich habe gehört, er will viel zum Körper arbeiten. Dann kann ich ihn oben auf den Kopf abfangen. Und ja, ich werde mich durchsetzen. Für die Zuschauer in der Messehalle gab es ein furioses Spektakel. Im Nachhinein erläuterte Dominik Bösel seine Kampftaktik, die aber allen seinen Fans den Atem stocken ließ. Immer wieder hatte man den Eindruck, er ging in die Defensive. Forning punktete im Nahkampf und Bösel setzte seine Treffer aus der Distanz. Eine ganze Weile sah es so aus, als ob der Schwede nach Punkten vorne liegen würde, und die Zuschauer in der Halle feuerten Dominik Bösel enthusiastisch an. Und Dominik kam wieder und wieder und gewann Punkt auf Punkt. In der 11. Runde machte der Deutsche den Sack zu. Der Schwede war schon sichtlich gezeichnet, machte aber keine Anstalten zurückzuweichen. Da landete Bösel mehrere schwere Treffer und der Ringrichter sah keine Gegenwehr mehr und brach den Kampf ab. Eindeutiger Sieger und damit Doppelweltmeister Dominik Bösel. Sven Forning wurde vom Ringarzt gleich ins Krankenhaus geschickt und nahm gar nicht mehr an der Siegerehrung teil. Für Dominik und den Boxstall SES bedeutet das jetzt internationale Kämpfe, für die wir unserem Boxer alles Gute wünschen. Und mit der Frage, was ist Deutsch, wurde in der vergangenen Woche die Podiumsdiskussion des CDU-Stadtverbandes hier in Schönebeck eröffnet. Dazu traf man sich im Stadtwerkehaus. Zum Thema Was ist Deutsch trafen sich am vergangenen Dienstag, den 12. November 2019, mehrere CDU-Mitglieder, darunter Staatssekretär für Kultur Dr. Gunnar Schellenberger, Oberbürgermeister Bert Knoblauch und CDU-Ortsverbandvorsitzender Nick Polzin sowie Professoren der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg zu einer Podiumsdiskussion im Stadtwerkehaus Schönebeck. Nach einer Begrüßung von Staatssekretär Dr. Schellenberger, in der er verschiedene Fragen aufwarf, wie zum Beispiel, warum sind wir stolz, Deutsch zu sein, oder dürfen wir es überhaupt zeigen, Deutsche zu sein, schloss sich Professor Dr. Dr. Jörn Weinert mit einem Impulsvortrag an. Weinert gab einen historischen und geografischen Einblick in die Herkunft und den Ursprung der heutigen deutschen Sprache in Verbindung mit Begriffen wie Heimat, Nation und Deutsch. Eingeleitet und geführt wurde die Podiumsdiskussion durch Professor Dr. Dr. Solms aus dem Bereich der Sprachgeschichte des Deutschen und der Altgermanistik. Podiumsgäste waren Oberbürgermeister Knoblauch, Mehmet Tefikow vom Städtepartnerschaftsverein Schönebeck sowie Professor Dr. Dr. Waldmann und Professor Dr. Dr. Jörn Weinert vom Germanistischen Institut. Zur Hauptfrage, was ist Deutsch, wurde rege diskutiert, unter Einbeziehung der Herausbildung einer deutschen Nation über die Identifizierung einer deutschen Sprache sowie der Belegung der Sprache und ihrer Bedeutung durch historische Ereignisse, vor allem zu Zeiten des Nationalsozialismus. Von den Podiumsgästen wurde definiert, was Heimat oder auch Identität in Kombination mit Nationalstolz für sie persönlich bedeutet. Für den in Ungarn geborenen Tefikow ist Heimat da, wo Freunde, Familie, also er selbst und seine soziale Umgebung sind. Gibt es etwas, das typisch deutsch ist oder typisch französisch, russisch oder türkisch ist? Heutzutage wird die Frage nach der Herkunft immer problematischer, welche aber weniger in den Vordergrund gehöre. Vielmehr sollte man sich mit seiner persönlichen Identifizierung mit dem Heimatbegriff auseinandersetzen. Professor Dr. Dr. Solms verdeutlichte, dass man als demokratische Mitte heraus solche Themen diskutiere und sich damit eben nicht in irgendeine extremistische Ecke abgleiten lasse. Es ginge um eine Entwicklung eines eigenen Selbstbewusstseins, völlig unchauvinistisch. Weihnachten steht vor der Tür und das bedeutet auch für die Erdgas Mittelsachsen wieder der Aufruf zur Weihnachtsspende. Alle Informationen dazu gibt es jetzt in den Kurzmeldungen. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101.
Die Erdgas Mittelsachsen GmbH möchte erneut die Tradition der Weihnachtsspende pflegen. Anstatt Weihnachtsgeschenke an Geschäftspartner zu vergeben, sollen die Tafeln unterstützt werden, welche sich den Schwächsten in unserer Gesellschaft widmen. Die wichtigen Einrichtungen arbeiten überwiegend ohne staatliche Unterstützung und sind stattdessen auf Spenden jeglicher Art angewiesen. Die Erdgas Mittelsachsen GmbH möchte hier helfen. Die Tafeln können sich ab sofort mit ihren Projektideen um einen Beitrag aus dieser Aktion bewerben. Hierfür wird um ein kurzes Anschreiben, gegebenenfalls mit einem Finanzierungs- und Zeitplan, an die EMS gebeten. Bewerbungsschluss ist der 5. Dezember 2019. Die Pizza One GbR mit Sitz in der Bahnhofstraße 33 feierte am vergangenen Mittwoch, den 13. November, ihr 10-jähriges Firmenjubiläum. Zur Feierlichkeit gratulierten Vertreter der Wirtschaft sowie Gäste und Kunden des Lieferdienstes. Oberbürgermeister Bert Knoblauch überreichte Glückwünsche im Namen der Stadt und erhielt eine Führung durch die Räumlichkeiten von den Gesellschaftern Patrick Jahn und Marco Nato sowie Filialleiter Erik Dehmann. Der Unterhaltungsverband für Gewässer Zweite Ordnung Ehle-Ihle-Verband führt am 19. November 2019 die diesjährige Gewässerschau im Bereich des Schaubezirks Elbe-Süd durch, zu dem auch die Gewässerbereiche Elbenau, Rannies und Gommern-West gehören. Die Schaukommission trifft sich um 9 Uhr in der Ortschaft Rannies in der Dorfstraße 1. Zwischen dem 19. und dem 20. November 2019 kommt es zu einer Gesamtsperrung des Verkehrs in der Hermannstraße in Schönebeck. Verantwortlich dafür sind Verkehrssicherungsmaßnahmen zwischen der Republikstraße und der Böttcherstraße. Es wird um Verständnis gebeten. Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch führt seine nächste Bürgersprechstunde in seinem Dienstzimmer 205 am 19. November 2019 von 9 bis 12 Uhr im Rathaus durch. Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, ins Rathaus zu kommen und dem Stadtoberhaupt ihre Fragen, Probleme und Kritiken im persönlichen Gespräch vorzutragen. Termine können leider nicht vergeben werden. Es kann deshalb zu längeren Wartezeiten kommen. Es wird um Verständnis gebeten. Zu einer Sperrung des Straßenverkehrs kommt es in der Krausestraße an der Einmündung zur Schillerstraße im Zeitraum vom 28. Oktober bis zum 22. November. Hier wird die Straße kurzzeitig, halbseitig und vollständig für den Straßenverkehr gesperrt. Grund dafür sind Straßenbau- und Entwässerungsarbeiten. Es wird um Verständnis gebeten. Die Stadt Schönebeck veräußert Technik, Geräte und Ausrüstungsgegenstände ihrer Freiwilligen Feuerwehr, die nicht mehr im täglichen Dienstgeschäft benötigt werden. Neben vielen Ausrüstungsgegenständen steht ebenfalls ein Fahrzeug gegen Höchstgebot zum Verkauf. Dabei handelt es sich um ein Löschfahrzeug Tragkraftspitze TSFW, eine Sonderanfertigung, welche in ganz Sachsen-Anhalt nur einmalig ist. Bis zum 30. November 2019 können dafür Gebote abgegeben werden. Telefonische Rückfragen sind möglich unter der Nummer 03928 71 0303. Die neue Straße im Schönebecker Ortsteil Elbenau wird vom 18. bis zum 22. November 2019 auf Höhe der Hausnummer 2a voll gesperrt. Grund dafür sind Verkehrssicherungsmaßnahmen aufgrund von Medienanschlüssen. Es wird um Verständnis gebeten. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Das ist der erste Teil vom Regionalmagazin heute am Montag, den 18. November. Wir sind gleich wieder nach einer kurzen Pause da. Qualität, die sich bewährt. Die Fleischerei Berner aus Schönebeck setzt seit vielen Jahren höchste Ansprüche an die Herstellung und den Verkauf frischer Fleisch- und Wurstwaren. Die Angebote in dieser Woche: Rotwurst geräuchert 100 Gramm zu 70 Cent, Kotelett ohne Knochen 100 Gramm zu 78 Cent, Kotelett mit Knochen 100 Gramm zu 75 Cent und Jagdwurst lang 100 Gramm zu 1,09 Euro. Aufgepasst! Bei uns ist jeden Donnerstag Hausschlachtetag. Und für einen noch bequemeren Einkauf können Sie bei uns ab sofort auch mit Ihrer EC-Karte zahlen. Auch mobil sind wir mit unserem Wagen unterwegs. Ob Brumby, Güsten, Förderstedt oder Stassfurt, besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von unserer Qualität. Ihre Fleischerei Bernau aus Schönebeck. Unübersichtlich und kompliziert war gestern. Dank unseres Kundenportals MeinSWS sind Sie immer aktuell über Preise, Zählerstände und Veränderungen informiert.
Sie möchten Ihre monatlichen Abschläge anpassen, persönliche Daten ändern? Dann besuchen Sie uns jetzt online per Smartphone, Tablet oder PC, bequem von zu Hause oder unterwegs. Natürlich sind wir auch weiterhin für alle Fragen und Anregungen im Stadtwerkehaus für Sie da. Ihre Stadtwerke Schönebeck. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Installationsprobleme oder ein Virus zerstört Ihre Festplatte? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel. Ab sofort in der Republikstraße 35 in Schönebeck. Die Fleischerei Brinkmann in Altfrohse erstrahlt nach dem Umbau in neuem Glanz. In der Fleisch- und Wursttheke finden Sie nicht nur das passende Grillfleisch, sondern auch alles von Spießen über Wurst bis hin zu leckeren Salaten. Der Platten- und Buffet-Service ist umfangreich, ansprechend gestaltet und ein wahrer Genuss für große und kleine Anlässe. Gemütlich wird es in der neu gestalteten Imbissecke. Genießen Sie Soljanka oder Schnitzel frisch zubereitet direkt vor Ort. Qualität und immer freundliche Beratung. Fleischerei Brinkmann, weil es nicht wurscht ist, wo man Wurst isst. Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch in HD im neuen Lokal-TV-Portal HD empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBBTV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBBTV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie einen manuellen Sendesuchlauf durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11.552 MHz unter der Sendekennung Lokal-TV-Portal HD sowie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren regionalen Sender auswählen. Mit der OK-Taste starten Sie das Programm. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Auch wenn es noch nicht so aussieht, aber bald ist Weihnachtszeit. Und die aktuellen Neuheiten von Formano, Villeroy und Boch, Hutschenreuter und Göbel sind eingetroffen. Schöne Figuren zum Verschenken. Auch Sammlerstücke wie die Jahresglocken von Hutschenreuter sowie die Jahresengel von Göbel lassen jedes Herz höher schlagen. Eine große Auswahl weihnachtlicher Kerzen, Servietten und Tassen für eine festliche Tafel runden unsere Angebotspalette ab. Unser Service für Sie, kostenlose und liebevolle Verpackung Ihrer Geschenke. Besuchen Sie uns und lassen Sie sich von unserer weihnachtlichen Dekoration und den vielen Weihnachtsartikeln verzaubern. Kills, Ambiente für Tisch und Küche. Ihr Ansprechpartner, wenn es um Überraschungen geht. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender.
Willkommen zurück, liebe Zuschauer, zum Regionalmagazin heute am Montag, den 18. November. Draußen ist es relativ grau und bedeckt, deshalb gibt es für Sie jetzt wunderschöne Herbstimpressionen. Und jetzt haben Sie wieder die Chance, eine CD zu gewinnen. Die große Weihnachtsparade ist es in dieser Woche. Und nach einer kurzen CD-Vorstellung gibt es die Gewinnfrage. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck.
Genau richtig, zur Vorweihnachtszeit kommt hier die große Weihnachtshitparade im Dreierpark zum Einstimmen und Mitsingen. Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling. Die CDs sind bestückt mit besinnlichen und mitreißenden Hits von Andrea Jürgens, Heinche, Eloy de Jong und vielen mehr. Feliz Navidad! Feliz Navidad! Der Elbe-Kanal hat für Sie ein großes Repertoire an unterschiedlichen Weihnachts-CDs zusammengestellt, wo für jeden Geschmack etwas dabei ist. Ihr Kinderlein, kommet, oh kommet doch all. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Wenn auch Sie eine dieser CDs gewinnen wollen, dann machen Sie mit und beantworten Sie mir folgende Frage. Wo fand denn die Podiumsdiskussion der CDU statt? Wenn Sie die Antwort wissen, dann rufen Sie an unter 03928 40 57 70 oder schicken eine E-Mail an redaktion@elbemedien.de. Die Gewinner geben wir dann wie immer am Freitag bekannt. Und jetzt geht's weiter mit aktuellen Veranstaltungshinweisen, unter anderem dem Jujutsu-Nikolaus-Turnier. Die Stadtbibliothek Schönebeck veranstaltet mit dem Extremsportler Robbie Clemens einen Dia-Vortrag über seinen Trip zu Fuß vom Nordpol in die Antarktis. Am Dienstag, den 19. November 2019, ist der Buchautor mit seiner Vortragsreihe in Schönebeck zu Gast. In rund 90 Minuten berichtet der Abenteurer dann in der Stadtbibliothek live in Dia und Film von seinen Erlebnissen. Um 19 Uhr wird der Motivationscoach dann rund 1,5 Stunden lang von den Abenteuern und persönlichen Erfahrungen seines Laufes vom Nordpol in die Antarktis berichten. Der Vortrag findet im Veranstaltungsraum der Stadtbibliothek Schönebeck am Stadtfeld 40 statt. Informationen werden unter 03928 65 69 9 entgegengenommen. Am Donnerstag, den 21. November, findet eine Blutspendeaktion des DAK in Schönebeck statt. Treffpunkt ist in der berufsausbildenden Schule des Salzlandkreises auf der Magdeburger Straße 302 von 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Das Mitbringen eines Personalausweises ist erwünscht. Zum nächsten abendlichen Schausieden lädt der Solepark Schönebeck-Bad Salzelmen am Freitag, den 22. November 2019 um 19 Uhr in das Schausiedehaus ein. Treffpunkt ist der Kunsthofeingang am Hexenhügel. Der Abend beginnt mit einem kurzen Rundgang durch den Kurpark und wird dann im Schausiedehaus fortgesetzt. Für Gruppen ab 10 Personen wird um eine Voranmeldung gebeten. Am 16. und 23. November 2019 findet jeweils von 9 bis 16 Uhr eine Advents- und Verkaufsausstellung zum Thema Weihnachtsfantasien in Schönebeck statt. Das Blumengeschäft Petit Fleur lädt alle Gäste und Interessierte recht herzlich ein, im Fachgeschäft am Rande 14C vorbeizukommen. Kontakt unter 03928 72 81 57. Der Schauspieler Klaus-Theo Gärtner, auch bekannt als Privatdetektiv Josef Matula, kommt nach Schönebeck. Die Gelegenheit, ihn persönlich kennenzulernen, bietet sich am 24. November 2019. Ab 17 Uhr erzählt der Schauspieler am Dr. Thoberg-Saal Geschichten und Anekdoten seines Lebens, die in seinem Buch Matula, hau mich raus nachzulesen sind und viele mehr. Karten für diese Veranstaltung sind ab sofort in den Stadtinformationen Schönebecks erhältlich. Für Rückfragen stehen die Mitarbeiterinnen gern persönlich oder telefonisch unter 03928 70 55 55 zur Verfügung. Am Montag, den 25. November 2019, lädt der Autoclub Europa zu seinem nächsten Clubabend ein. Treffpunkt ist die Gaststätte Kleine Kneipe in der Elmener Straße 6 in Bad Salzelmen um 18 Uhr. Thema des Abends ist der Verkehrsrechtsschutz. Für weitere Informationen steht Ihnen Gerhard Wolter gerne zur Verfügung. Musik.
Am Mittwoch, den 27. November 2019, veranstaltet die Praxis Rahms den Diabetestag 2019. Dort können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger bei verschiedenen Vorträgen und renommierten Diabetesberaterinnen und Diabetologinnen zum Thema Diabetes im alltäglichen Leben informieren. Beginn der Vorlesung ist um 14 Uhr in der Wilhelm-Helge-Straße 105a bei der WBG Schönebeck. Am Donnerstag, den 28. November 2019, startet um 16.30 Uhr ein weiteres Mal der Rundgang durch die St. Johanneskirche in Bad Salzelmen. Treffpunkt ist der linke Seiteneingang der Kirche. Bei der einstündigen Besichtigung der spätgotischen Kirche gibt es viel über die wechselvolle Geschichte zu erfahren und unterhaltsame Anekdoten zu hören. Gruppen ab 10 Personen können diese Führung auch zu anderen Zeiten individuell buchen. Informationen erhalten Sie unter www.solepark.de. Am 5. Dezember 2019 findet um 16 Uhr die Lesung Wolken, Winter und Weihnachten mit Sabine Bernhardt und Ingrid Krebs in der Stadtbibliothek Schönebeck statt. Die Autorinnen tragen humorvolle und satirische Geschichten und Gedichte vor und werden musikalisch von Hans Hildebrandt begleitet. Der Eintritt ist frei. Der Bushido Schönebeck e.V. lädt am 7. Dezember 2019 zum 5. Jujutsu-Nikolaus-Turnier ein. Das Turnier wird um 9 Uhr in der Sporthalle der berufsbildenden Schulen in Schönebeck eröffnet und endet voraussichtlich um 15.30 Uhr. Weitere Informationen finden Sie unter der Website www.bushidosbk.de. Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und so auch das traditionelle vorweihnachtliche Konzert des Landespolizeiorchesters im Solepark. Nach den erfolgreichen vergangenen Jahren begrüßt das Orchester am Sonntag, den 8. Dezember um 16 Uhr seine Gäste im Dr. Tollberg-Saal. Karten sind in den Stadtinformationen am Markt und am Soleturm sowie telefonisch und an der Tageskasse erhältlich. Das also ein Überblick über die kommenden Veranstaltungen. Wir blicken jetzt noch auf das Wetter für die Tage Dienstag bis Donnerstag. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zur ersten Wettervorschau dieser Woche. Für die kommenden drei Tage erwarten uns wechselhafte Wetterverhältnisse. Der Dienstag beginnt bei 3 Grad und bringt uns Sonne mit Windböen. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen bis auf 10 Grad an und es bleibt voraussichtlich trocken. Der Mittwoch begrüßt uns bei 2 Grad mit bewölkten Wetterverhältnissen. Es bleibt weiterhin trocken und die Maximalwerte liegen bei 6 Grad. Am Donnerstag starten wir mit 5 Grad in den Tag. Außerdem wird vermehrt Nebel auftreten und die Temperaturen können im Laufe des Tages bis auf 7 Grad ansteigen. Das Team des Elbe-Kanals wünscht Ihnen einen guten Start in die Woche. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Ein Mix aus allem ist also dabei, das die Aussichten für die Tage Dienstag bis Donnerstag. Und damit endet das Regionalmagazin. Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Wir sehen uns am Mittwoch um 18 Uhr wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihre Tina Bonas.